Die Malerei, das ist sehr klassische Temperamalerei, gegenständliche Temperamalerei, entsteht nach Fotos. Diese Fotos sind nicht, wie man vielleicht annehmen würde, Medienfotos, sondern die kommen aus meinem bzw. unserem Archiv, also das Archiv von mir und meinem Mann, wir haben ein ganz riesiges Fotoarchiv, wobei bei den Motiven immer eine große Rolle spielt Jugoslawien, also ich sage jetzt bewusst Jugoslawien, existiert nicht mehr, aber sozusagen das ist der Ort, wo ich studiert habe sozusagen. Also sehr viele Motive kommen aus diesem Raum. Sehr oft kombiniere ich diese Szenen mit Schrift, also mit Worten. Das nehme ich oft aus Ratgeberliteratur, Managementliteratur. Es kommen aber auch Zitate von sehr wichtigen Leuten vor, wie Karl Marx oder Keynes. Also das ist auch ganz ein interessanter Punkt. Eines meiner Lieblingsbilder hier ist so ein ganz skurriles Bild ein bisschen. Es ist also das Motiv, das sind immer so Tische, ja, das stammt aus von einem Markt, der zu Ende war in Senica, also in Bosnien. Ja. Und ich habe lange nicht gewusst, was ich mit dem Markt sozusagen mache, mit dem leeren Markt, der sehr schön aussieht. Und dann habe ich gedacht, naja, ich mache das sozusagen wie Schulbänke für verschiedene Leute. Ja. Und ich habe dann sowas genommen, wie man bei Büchern hat, so eine Zitatenliste, also so eine Liste der Zitierungen. Ja. Das heißt, es ist sehr viel Philosophie, aber es ist auch Wirtschaft drinnen, also wie man vielleicht in einem Buch hinten finden würde. Und dadurch, dass ich das einfach alphabetisch gereiht habe, ergeben sich natürlich interessante Punkte. Ja? Also die Marie Jaho, da sitzt neben dem Herrn Kamprad von IKEA. Also die unterhalten sich dann vielleicht, kauft man mehr bei IKEA, wenn man arbeitslos ist, oder kauft man weniger bei IKEA, wenn man arbeitslos ist. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Kombi, finde ich oft.